Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch, schön, dass ihr einen Weg hier gefunden habt. So, meine Lieben, hier fährt gerade der Köhler rum. Und die nächste Hechtsuppe kommt hinterher. Da hinten. Die werden sich wahrscheinlich ein bisschen begegnen, aber ich vermute mal nicht kritisch. Weil die sehr weit noch auseinander sind. Ich lasse den nochmal ein bisschen Gas geben. Der müsste hinten gerade abtanken und fährt jetzt auf dem Weg zurück. Das heißt, die werden sich kaum treffen. Da hinten kommt der andere. Das heißt, die treffen sich hier. Und das wird jetzt eine interessante Begegnung, meine Lieben. Die treffen sich nämlich da ungefähr. Genau, der ist ja jetzt nur auf der Durchreise quasi. Okay. Und hier dürfen wir aufladen. Das erste, was er aufladen dürfte, 720 Stahl und 21 Holz. Kriegen wir hin, oder? Ich bin dafür, dass wir hier nochmal was machen, ganz kurz folgendermaßen. Steinschlagschutz. Schutzwand. Ich traue mich fast nicht drücken. Aber ich drücke trotzdem. Geländeschutzwand. Ach, cool. Kann ich die auch nach unten setzen? Kann man die auf Bodenniveau bringen? Warte mal, wo hätten wir denn sowas? Hier hatten wir es noch nirgendwo, ne? Hier hätte ich gerne am Boden irgendwie unten. Auf Null-Level quasi. Von der Position her. Weil hier sonst fällt mir nirgendwo ein. Hier oben vielleicht noch. Da hatten wir doch mal sowas gebaut. Genau. Hier wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, eine Stützwand reinzuziehen. Dass man das hier so verteilt und dann aufschüttet. Hier wäre es ähnlich. Einfach weil es auch cool aussieht, ne? Wir können das nochmal testen. Oh, ne? Müssen wir hinten halt noch ein bisschen aufgraben. Weißt du, machen wir hinten einfach noch ein bisschen eine Ebene ran. Das schaut jetzt ein bisschen schwierig aus nach oben hin, aber das ist okay. Wenn ich jetzt hierher gehe und sage, ich möchte das jetzt hier ein bisschen anheben, dann sieht man das nämlich auch nicht mehr so. Begradigen wir das ein bisschen. Noch ein bisschen anheben. So, machen wir das mal so, damit hier so wie so eine Art so ein Schaft drüber kommt. So vielleicht. Schaut jetzt im ersten Moment noch nicht ganz so perfekt aus, aber ich kann das so ein bisschen leicht anpassen. Wisst ihr, ich will das hier so ein bisschen quasi an die Geländegrenze hier so ein bisschen anpassen. Da müssen wir ein bisschen nachgeben noch. Genau. Schon wirkt das gleiche gleich ganz cool, ne, irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt. Aber gut. Es soll so sein. Genau, hier wollte ich die Bewaldung nochmal machen. Was haben wir hier? Decorations will ich nicht. Dann war das bestimmt hier. Fences. So, wir machen das hier nur eine relativ dünne Beplanung. Genau, so reicht mir das. Kleiner Wald hier, das ist okay.
Und hier machen wir auch nochmal einen Plan drauf. So, Pflanzen. Gut. Jetzt geht das hier so ein bisschen weltlich zugange, ja? Fände ich hier irgendwie auch noch cool, aber das lassen wir jetzt mal. Wir brauchen nicht alles voll pflanzen, im Augenblick zumindest. Jetzt mal ganz blöde gefragt. Der Zug pendelt ja hier wirklich von A nach B permanent rum. Hat der jetzt schon mal irgendwas gebracht? Nee, noch nicht. Der fängt jetzt gerade erst an. Okay. Na gut, das ist eine wesentlich wichtige Information, denn hier liegen ja auch ganz schön viele Sachen rum. Der Verteilerzug wäre die nächste Geschichte, die wir machen müssten. Weil jetzt wird der hier erstmal seines Lebens froh werden und kann die Produktion jetzt hier durch die Decke schmeißen. Das tut er auch. Ja, also das geht jetzt hier gerade steil. Die Produktion geht rauf, aber das Ding sagt gerade keine Liniennutzung. Ist mir egal. Meine ich. Ja, Produktion. Wahrscheinlich, weil irgendwo noch ein Riesenstau ist von den Sachen und die das gar nicht wegbekommen. Zumindest im Augenblick nicht. So lange produzieren wir hier nichts. Und das ist blöd. Das ist nicht gut. Weil in dem Moment, wo der hier sagt, ja, ich kann das, dann haut der raus. So, nächste Geschichte. Kohle bräuchten wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht, weil da immer noch zu viel liegt. Ja, viel zu viel. Bringt der jetzt schon wieder den nächsten an? Ja, schon, ne? Krass. Dadurch wird aber allerdings die nächste Geschichte besser. Nämlich, wir bräuchten jetzt natürlich die Frage der Fragen. Wir bräuchten jetzt eigentlich für hier hinten, weil es nämlich hier nicht mehr weitergeht, bräuchten wir den Rungenwagen. Den können wir uns auch gleich leisten, weil der ist ja auch eigentlich schon fast planungsfertig. Dann brauchen wir das nämlich nicht mehr weiter drauf packen. Welche Farbe hat der? So ein Lila, so ein dunkles. Das finde ich hübsch. Dunkles Lila. Ja, mega. Güter. Der darf Rungen aufnehmen. Und zwar gar nicht mal so schlecht. So, der darf hier richtig Rungen transportieren. 151. Zuweisen, Holzwaren. For the win, meine Lieben. For the win. Weil jetzt werden die nämlich hoffentlich bald anfangen und zu sagen, ich weiß da was. Ich weiß da was. Ja, wird er machen. Dauert aber, dass die Kunde, weil der hat nämlich hier, glaube ich, auch noch massiv eingelagert. Jo, im Lager der über 5000 Bretter. Wenn die sich hier drauf auf die Schiene bewegen, dann wird das interessant. Momentan liegt hier 400 liegen auf den Gütern, das ist okay. Aber das müssen wir natürlich, hier liegen auch noch 2200 an. Das ist natürlich auch eine andere Hausnummer. Jetzt wird aber langsam hier dieser Knotenpunkt, hier wird jetzt langsam voll. Das werden wir jetzt sehen, jetzt fahren hier drei Züge schon drüber. Wenn es dann 4, 5 sind, dann haben wir die nächste Sülze. Dann müssen wir echt aufpassen, vor allem weil der Kohlezug hier ja nicht weit hat. Der fährt, der pendelt ja nur quasi hin und her. Ist eine Gelddruckmaschine, sind wir mal ehrlich. Ja, ist eine Gelddruckmaschine. Aber jetzt werden wir gleich sehen, was passiert. Jo, das passiert. 800, 900. Nicht mehr lang, haben wir die 1000 hier liegen. Und. Ist natürlich für unseren Zug jetzt hier erstmal Gold wert. Ist der schon da? Also, na, nicht da. Aber nicht weit weg, meinte ich eigentlich eher. Da hinten kommt er. Der ist auch hübsch, muss man sagen. Ist ein hübscher. Ist ein hübsches Kroko, ha? Guck mal, auch mal, Hashtag hübsches Kroko haben wir auch noch nie gehabt. Ein hübsches Kroko. Finde ich gut, können wir übernehmen. Machen wir so. Hübsches Kroko, wenn ihr wollt, in die Kommentare. Hübsches Kroko. So wie geile Elster. Vielleicht machen wir, ich muss mir mal ein Kroko-Emoji machen. So. Der kommt nämlich auch nach hier hinten, beziehungsweise der wird wahrscheinlich am Anfang hier abdrehen. Das bedeutet, der wird jetzt hier hochkommen. Jetzt schauen wir mal, wo die sich treffen. Auch hier unten Brückenniveau. Das ist die unterste Brücke, ey. Auch hübsch. Kann ich mir ungefähr so vorstellen, dass das so in echt aussah. Ja, wenn sich zwei Krokos treffen. Ganz groß. Ganz großartig. Gut, der, wie gesagt, hat jetzt erstmal ordentlich Arbeit.
So, der kommt jetzt hier rum. Und jetzt kommt hier gleich mal was Neues. Großer Hecht. So, der schafft 100 normale Holzstämme. Mal gucken, ob es mehr Bretter werden. Kann der Bretter? Schon, oder? Jetzt, wir werden es gleich wissen, aber mich interessiert das gerade. Ja, Gott sei Dank. Und mitnehmen an Brettern kann er 66 nur. Oh, das ist echt böse, ne? Da habe ich nicht drauf geachtet. Da wäre der andere Wagen wahrscheinlich besser gewesen. Wir schauen uns das nochmal ganz kurz hier an. Im Live-Ticker. Wenn ich jetzt Güter nehme. Wir hatten noch so einen Tieflader. Der da. Ja, der kann nicht mitnehmen. Bretter nur 6. Und der hier auch nur, ne? Ja, der hätte 7 mitnehmen können. Das wäre fast sogar geschickter noch gewesen. Und der hier. 3 auf 2. Ja, auch nicht geil. Der hält auch nochmal 3. Ja. Alles nicht optimal, fürchte ich, für die Menge an Brettern, die wir hier transportieren wollen. Aber gut. Ja, da haben wir schon den ersten, der deswegen stillstehen muss. Gut. Jetzt sollte hier die Produktion dennoch weiterlaufen. Es wird wieder ins Lager rausgepustet. Ja, die Bretter sind trotzdem wenig. Also es ist nicht so, dass wir voll Karacho umfahren würden. Kohle wäre immer noch das Thema. An 32 Millionen haben wir noch Schulden? Nee, ne? Alles weg. Alles fort. Schulden sind weg, meine Lieben. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Also hier wäre ein zweiter auf jeden Fall interessant. Ich mache mal Folgendes noch, damit ich es nicht vergesse. Hier machen wir auch nochmal ganz kurz so ein kleines Signälchen her. Dann könnte man eventuell noch einen zweiten Holz-Yogi draufpacken. Weil ich sehe nicht, wie der 889 Bretter hier wegtransportieren soll mit 66 pro Ladung. Zumindest nicht in der aktuellen Variante. Was wichtig wäre, hier lagern ja wertvoll 1000 Waren ein. Ich finde es sehr, sehr angenehm, wenn wir jetzt auf den Verteiler nach vorne auch nochmal einen Zug packen würden. Da hätten wir bis auf die Kohle hätten wir alles drauf. Und Kohle, meine Lieben, ist nicht so schlimm. Weil die Kohle haben wir ja massiv geliefert. Jetzt pass auf, da brauchen wir jetzt irgendwas, was das tragen kann. Wir können ja Werkzeuge, Maschinen und Waren liefern. 80 pro Hänger. Nehme ich den hier, schaffe ich nicht so viele. 45 pro Hänger. Der ist aber günstiger in den Betriebskosten. Aber 80 ist ein 80, ne? Kann ich den... Warte mal. Es kann sein, dass das Spiel jetzt abschmiert. Nee, macht's nicht. Okay, dann bin ich zufrieden. 2,49 Millionen. Oh, kurzer Herzkasper. So, wir machen das jetzt so. 101 Meter. Machen wir noch einen dran und dann ist gut. 121 Meter finde ich fair. Schick mal raus auf die Route. Wir haben hier 3 und 6 Millionen mit einer Fuhre. Die Holzgeschichte ist noch ein bisschen im Minus. Gucken wir mal schnell. Ja, sollte sich aber bessern jetzt. Die kommen ja bestimmt auch gleich wieder. Wo ist der Hölzerne? Der müsste ja eigentlich durchgefahren sein, oder? Nee. Da, irgendwo hängt er. Ach, da hinten fährt er gerade los. Okay. Ja, wir müssen mal hier auch den Überdruck hobeln. Ja, jetzt Stahl. Der fährt mit dem Erzer zurück bis hierhin und liefert hier ab. Warum liefert der hier so viel Schlacke hin? Wo wird die Schlacke denn hier gebraucht? In der Baumart. In der Baumart wollen die Schlacke haben. Okay. Ja, soll mir recht sein. Dann nimmt er wenigstens was zurück. Schau mal, der pumpt sich mit Schlacke voll. Ja, gerne. Selbst auf Verkehr nehmen sie das Zeug jetzt noch mit. Ja, ist okay. Nimmt ruhig. Nimmt ruhig, ist okay.
So, hier wird auch schon zugeliefert. Die ersten kommen an. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt hier die ersten bisschen Waren hier gleich mit. Wäre natürlich super cool, wenn das klappen würde. So, da ist unser schwarzes Kroko. Ja, ein bisschen schnell jetzt alles. Aber die Wagen sind auch cool. Warte mal ganz kurz. Die Wagen schauen ja mega geil aus. Auch mit dem Häuschen hinten drauf oder was das da ist. Das kann ich mir richtig cool vorstellen, wenn wir damit die ersten Ladungen hier aufnehmen. Hier hinten auf dem zweigleisigen wird schon langsam eng, aber das ist gut. Die Gebäude sollen ja auch genutzt werden, am besten auch durchgehend. Ja, Stau ist schlecht, aber wenn die sich langsam oder sauber eintakten, dann geht das irgendwann auch ganz, ganz regulär. Und nachdem hier jetzt 19 liegen, ich meine, das ist noch ein Witz. Schlechter Witz, weil hier 1700 rumfliegen und das sollte eigentlich mal weg. Also wäre es jetzt durchaus angebracht, da mal weiter zu transportieren. Mal ganz blöd gefragt, bevor ich jetzt hier Milliarden Tonnen mitnehme und an den Verteiler liefere. Hier hängen doch alle Städte dran, oder? Jetzt Baumart hängt dran, die ist nicht so ganz beliebt mehr. Die Baumart Herzberg, auch Herzberg ist wichtig. Rindeln Barbie ist mir egal. Die geht hier nur durch. Steinbaumart. Also ich glaube, die liefern das dann hier allein über diese Linie schon tatsächlich auch nach Herzberg. Und dann kommen hier auch die ersten Güter an. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Auch wenn der letzte Meter jetzt natürlich noch zur Straße und nicht auf Schiene ist, kann ich mitleben. Wichtig wäre natürlich, dass die hier mal langsam abtransportieren. Also das müsste weg. Vor allem, weil der Zug halt jetzt auf dem Weg gerade ist und gleich reinkommt. Und der kann halt 400 Waren aufnehmen. Der könnte halt einfach mal das Ding schon vierteln. Und da liegen halt echt nur 33 gerade. Das ist ein bisschen wenig. Aber jetzt können wir wenigstens mal gucken. Okay, Fischboot. Geil. Ach, guck an. Ja. Lass mal fahren. Das Schöne ist, die kommen sich hier überhaupt nicht ins Gehege gerade. Der muss aber jetzt warten, weil... Warum? Warum muss der jetzt hier warten? Nein. Einfach nein. Der kommt von Over Barbie. Kommt der? Dann fährt er hier vorbei. Und beim Rückweg fährt er hier vorbei. Der hat gar keinen Grund hier zu warten. Der muss fahren. Und jetzt? Warte auf freie Wege. Warum? Der war... Hä? Freunde. Ich befürchte gerade, dass wir hier, wo dieser Kumpel hier wartet gerade, dass wir hier nochmal eine Einspur draus machen sollten. Weil hier kommen die sich oft mal durcheinander. Weil das klappt hier gerade irgendwie überhaupt nicht. Weil das ist auch Unsinn ohne Ende. Wie fährt der jetzt zurück? Mich interessiert jetzt eigentlich gerade nur der hier. Er muss doch jetzt eigentlich sagen, er kommt jetzt hier vorbei und fährt hier wieder raus. Wie ist? Warum will der jetzt so fahren? Das ist doch Unsinn ohne Ende. Okay, von dem hier fährt er weiter und fährt hier vorbei. So. Dann macht er irgendwie einen totalen Nonsens hier. Das ist doch zweigleisig hier. Das ist doch völlig Irrsinn.
Warum kommt der hier nicht drauf? Warum geht das nicht? Jetzt. So. Aber ist trotzdem Schwachsinn. Habe ich da irgendwas ver... Ja, doch, nee. Das würde passen. Okay. Kurzer Check der Liebe in der nächsten Folge. Ihr habt es wahrscheinlich schon rausgefunden. Ich finde es nächste Folge für mich raus. Und dann sehen wir uns wieder, meine Lieben. Bis dahin, gehabt euch wohl, lasst euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.